Ah, das Russische Reich in der Blüte der Renaissance, beziehungsweise Civilization 5 aus der Draufsicht in all seiner verwirrenden Kleinteiligkeit. Also schauen wir uns das Zarenimperium doch mal genauer an. Das Herz in Civ gewohnt die Städte, hier die Hauptstadt Moskau, die wir verwalten und ausbauen, dazu später mehr. Moskau errichtet gerade die Hagia Sophia, ein Weltwunder. Ja, in Civilization 5 wird die historische Wahrheit tüchtig durchgequirlt. Ein wichtiger Aspekt von Civilization 5 ist die Erkundung der Welt. Weit drüben im Westen leben natürlich die Japaner, deren Reich wir mit einer Einheit Rittern für uns kartografieren. Allerdings müssen wir die eingefärbten Grenzen respektieren, sonst gibt's Krieg. Und den wollen wir nicht. Noch nicht. Eine der Neuerungen in Civilization 5 sind unabhängige Stadtstaaten. Und einen davon haben wir am Ostzipfel unseres Kontinents, Belgrad. Die Interaktion mit den Neutralen fällt enttäuschend simpel aus. Entweder gibt man ihnen Geschenke, wie wir hier, und schafft damit Verbündete, dann gibt's Zugang zu Rohstoffen und alle paar Runden eine Militäreinheit geschenkt. Alternativ stellen die Stadtstaaten auch ab und zu Missionen, aber wir haben noch keine gesehen, die über besiege das nahe Barbarenlager oder helfe mir gegen Stadtstaat X oder Nation Y hinausgehen würde. Das ist weitgehend nutzlos und eine verschenkte Chance. Also gut, dann ziehen wir eben gegen sie in den Krieg. In der Wüste im Westen kauert der lästige Stadtstaat Bukarest, gegen den wir unsere mittelalterliche Armee bereits in Stellung gebracht haben. Dabei zeigen sich Details des neuen Kampfsystems von Civilization 5, denn auf jedem Kartenfeld darf nur noch eine Militäreinheit stehen. So bilden sich Schlachtreihen, auch weil Fernkämpfer nun über ein Feld hinwegschießen können. Belagerungen von Städten dauern deutlich länger, weil die Orte erstmal sturmreif geschossen werden müssen. Dabei helfen Belagerungswaffen, aber auch unsere Armbrustschützen. Links haben unsere Speerkämpfer genügend Erfahrung gesammelt, um im Rang aufzusteigen. Wir könnten ihnen eine Bonusfertigkeit verleihen, entscheiden uns aufgrund der Lage aber für die Sofortheilung, um dann die verbliebenen Speerkämpfer von Bukarest aufzureiben. Und natürlich gibt's auch wieder Seekrieg. Im südlichen Eismeer steht unsere Fregatte einem Barbarenschiffchen gegenüber, das wir flugs versenken. Auch das reicht wieder für einen Rangaufstieg. Wir spendieren unserem Schiff 20% mehr Bombardierungsstärke gegen Landeinheiten. Am rechten Bildrand weisen Symbole auf Ereignisse hin, etwa abgeschlossene Forschungen. Da schauen wir doch gleich mal rein. Der Forschungsbaum ist Civ-typisch verzweigt und umfangreich und teilt sich in 7 Epochen auf. Jede Technologie hat dabei klar definierte Vorteile. Alles ist nützlich. Aber wo Sie die Forschungsprioritäten setzen, das bleibt wie immer Ihnen überlassen. Und natürlich ist Civ 5 nach wie vor ein rundenbasiertes Spiel. Ein Klick und wir beenden unseren Zug. Nochmal zurück nach Moskau für die Stadtverwaltung. Wie gehabt produzieren die Felder um die Stadt Nahrung, Produktion und Geld. Der Schwerpunkt lässt sich bequem automatisieren. Links wählen Sie aus der langen Liste, was Ihre Stadt herstellen soll. Einheiten, Gebäude oder Weltwunder, die große Vorteile bringen. Wir entscheiden uns für die Sixtinische Kapelle. Städte belegen keinen festen Raum auf der Karte mehr, sondern erweitern die Grenzen Feld für Feld zu später riesigen Ausmaßen. Je mehr Kultur im Reich, desto schneller geht das. Sehr hübsch ist das Zusammentreffen mit anderen Völkern, deren Anführer ihnen in schickem 3D gegenübertritt. Das ist Napoleon für die Franzosen, hier sehen wir Ramses II. Für die Ägypter. Mit Caesar handeln wir über das Diplomatie-Menü flugs einen Gütertausch aus, was bequem und flexibel funktioniert. Dann fordern wir von ihm, dass er den nervigen Indern den Krieg erklären soll. Was bei ihm allerdings nicht auf Gegenliebe stößt. Also erklären wir dem Widerborst eben selbst den Krieg, um seine Reaktion zu sehen. Sehr atmosphärisch ist, dass jeder Anführer in Landessprache redet. Hören Sie mal, ob Ihr Schullatein ausreicht, um Caesar zu verstehen. Tam fortis, tamen tam stupidus. Utinam habeas cerebrum simile tuae fortitudini. Also Krieg hier gegen die Siamesen und das sieht immer noch recht unübersichtlich aus. Schauen wir mal, ob uns die Taktikansicht mehr Überblick verschafft. Naja, nicht wirklich. Die stilisierte Brettspielperspektive ist nett gemeint, hilft aber in der Praxis nur bei Bauvorhaben. Wir haben hier bereits eine moderne Armee und vor allem einen General in deren Mitte, eine der großen Persönlichkeiten, die Civ-Spieler bereits aus dem Vorgänger kennen. Unser General stärkt die Kampfkraft der umstehenden Einheiten. Na, dann machen wir mal kurzen Prozess mit den Elefanten und setzen dabei auch unsere Luftwaffe ein, der die rückständigen Siamesen nichts entgegenzusetzen haben. Und wenn alle Stricke reißen, gibt's natürlich auch in Civilization 5 wieder die schrecklichste aller Waffen mit allen Konsequenzen. Neapel ist Geschichte, aber wir sind nun automatisch im Krieg mit der gesamten Welt.
Die zwei wichtigsten Fragen für Kenner von Civilization: A, ist es so gut wie der Vorgänger? Und B, bringen die Neuerungen wirklich was? Die erste Frage ist leicht beantwortet. Ja, es ist wieder genauso gut, es macht genauso viel Spaß, ich kann mich nicht davon losreißen, die Stunden verrinnen wie im Flug. Die zweite Frage lässt sich auch mit einem Ja beantworten. Insbesondere die neuen Hexfelder und die Änderungen im Militärsystem sorgen für neue Taktiken. Die Kämpfe sind jetzt spannender, als man das aus den Vorgängern kannte. Die Stadtstaaten sind nicht ganz so wichtig, aber bringen trotzdem Abwechslung ins Spielprinzip. Das hat allerdings auch ein paar kleine Nachteile, das Spiel. Vor allen Dingen ist es mit weniger Aufwand produziert als die Vorgänger in Serienkenner vermissen, insbesondere die besonderen Filmchen für die Weltwunder, dass die Forschungen mehr schöner präsentiert werden. Das Ganze ist also jetzt glatter gebügelt, im Spielprinzip aber nach wie vor unübertroffen spannend.